Yo, Peace, Leute, und willkommen zum neuen Part von Beyond Two Souls. Ganz kurz bevor der Part anfängt, mein Laptop ist schon wieder abgestürzt. Dadurch wurde die Stimmdatei nicht gespeichert. Ich kenne dieses Kapitel komplett, es ist allerdings sehr, sehr kurz. Und ich habe es dann direkt gemerkt. Also, ich merke es zum Glück immer relativ schnell. Aber es kotzt mich ziemlich an, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel. Ich kümmere mich nachher selber um meinen Laptop. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Das glaube ich tatsächlich auch, aber jetzt müssen sie tatsächlich weg, obwohl sie davor gesagt hatten, nur ein paar Tage. Und jetzt werden es wohl doch nicht nur ein paar Tage. Und sie verschwinden von der Basis. So oft wie möglich. Und was ich auch interessant finde, dass er dann kannst du auch wieder nach Hause uns das mitteilt und nicht sie. Okay. Weil er ist ja sehr distanziert. So ist unser Adoptivvater. Und ich kann auch nicht in Jody zurück, ich kann nur mit Aiden hier rumfliegen. Wir küssen uns auf die Stirn, immer noch sehr, also nicht gerade liebevoll, aber ja, schon mal mehr als davor. Es kommt unsere Mutter und verabschiedet sich. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Das muss verdammt schwierig sein für ein Kind diesen Alters. Ohne die Familie in einem fremden. Jetzt komm schon. Das ist wirklich. Ich glaube, der will sich einfach nicht vorstellen, wie schlimm das für eine Mutter und natürlich auch vor allem für das Kind sein kann, wenn man sich verabschieden muss für eine lange Zeit, auch wenn man sich natürlich besuchen kann, etc. Los, komm. Ey, du bist so ein Dreckiger, ne? Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Ja, und wir sehen jetzt hier, wir könnten ihn tatsächlich würgen. Das habe ich auch beim ersten Mal gemacht. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich gucken wollte, wie weit man gehen kann. Und man kann ihn, glaube ich, tatsächlich umbringen. Also es sah, ich habe dann irgendwann aufgehört, aber es sah so aus, als ob man wirklich ihn umbringen könnte. Ich mache es jetzt diesmal nicht, weil ich es beim ersten Mal auch nicht gemacht hätte. Hätte ich nicht rausfinden wollen, wie weit man hätte gehen können. Weil er ist zwar ein Arschloch, aber warum sollten wir ihn würgen? Das bringt doch jetzt auch gar nichts. Und ja, Nathan, der jetzt irgendwo die Vaterrolle einnimmt für uns. Und das war das Kapitel, also mehr habe ich auch nicht gesehen. Dann habe ich sofort gesehen, okay, Laptop ist wieder abgestürzt. Vergebung. Jodys Vater ist unversehrt gelassen. Ja, tatsächlich sehr wenige. Hat mich sehr überrascht, weil wie gesagt, beim ersten Mal, ich hätte es auch nicht gemacht. Hätte ich nicht wissen wollen, ob man ihn wirklich töten könnte. Und es sah wirklich so aus, also er lag schon auf dem Boden und konnte einfach nichts mehr machen, als ich dann aufgehört hatte. Und diesmal habe ich ihn jetzt einfach unversehrt gelassen, weil es bringt nichts, ihn zu würgen. Das ist absolute Blödsinn. Und er ist ein Arsch, da können wir ja wohl ganz offen sagen, aber ja, es bringt nichts, es bringt nichts. Das nächste Kapitel, Navajo, 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 keine Ahnung, klingt mexikanisch. Nachgebrochen, nach obdachlos, also wirklich spät. Das späteste, was wir bis jetzt spielen durften. Wie, sind wir jetzt in der Wüste gelandet oder was? Anscheinend. Da ist sie, unsere Jody. Zwischen ein bisschen längere Haare wieder. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Nein. Okay, also laufen wir jetzt hier irgendwo im Nirgendwo umher. Auf der Suche nach was auch immer, aber ich denke mal einfach, dass wir immer noch fliehen. Vor den Cops irgendwo und hier im Nevada suchen sie vielleicht nicht. Da hinten ist eine Hütte oder ein Haus. Ist es schon eine Farm vielleicht? Ist es eine Farm? Ja, es sieht aus wie eine Farm. Da kommt jemand. Keine Lust, uns mitzunehmen. Schade. Wie so eine junge Dame hier einfach stehen lassen, ey. Ah, trampen, das würde ich auch nicht. Wobei, ich habe es einmal gemacht, tatsächlich. Einmal bin ich getrampt, aber ich würde es nicht nochmal machen. Das wäre mir irgendwie. Es wäre mir unbehaglich, wäre mir dabei. Aber so mitten in Nirgendwo würde ich, glaube ich, auch tatsächlich meinen Daumen rausstrecken, damit uns vielleicht jemand mitnimmt, aber
Keiner scheint die Zeit zu haben, anzuhalten und Joe die einsteigen zu lassen, um sie vielleicht in die nächste Stadt mitzunehmen oder so. Es wird alles wieder gut. Weil, wie sie auch schon gesagt hat, sie ist total fertig, komplett. Mitten im Nirgendwo. Also, sie ist komplett dehydriert. Sie hat Durst, sehr. Also. Alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Ja, alles ist gut, ne? Lass mich in Ruhe, Aiden. Besorgt was zu trinken, Aiden. Ja, jetzt sieht sie auch die Hütte, Haus, Farm, was auch immer. Sieht halt sehr aus wie eine Farm. Da geht sie jetzt auch anscheinend hin. Also ihr blickt da sehr danach aus. Da gehe ich jetzt hin. Okay. Aber wer weiß, ob die Leute da irgendwie nett sind oder so. Also, ich weiß ja nicht. Natürlich kann man natürlich fragen nach Trinken oder vielleicht sogar eine Unterkunft für einen Tag, aber... Wer weiß, wie die Leute hier antworten werden. Ich habe keine Ahnung, was hier für Leute wohnen. Halt irgendwelche Farmer. Irgendwo im Nirgendwo, irgendwo im Nirvana. Dann suchen wir mal die Tür. Da sind Pferde auf jeden Fall. Hallo. Da wäre eine Wasserstelle. Aber ich glaube nicht, dass wir uns einfach was nehmen sollten. Können wir auch gar nicht, okay. Ist denn hier eine Tür oder sowas? Da, das sieht doch nach Eingangsbereich aus. Oder? Nee. Kann man nicht irgendwo klopfen oder so? Nee, da will sie auch nicht lang. Da war auf jeden Fall noch eine wahrscheinlich eine Scheune oder so ist das da links gewesen. Hier scheint keine Menschenseele zu wohnen, vielleicht. Aber nee, es kann ja keine verlassene Farm sein, wenn hier irgendwelche Pferde rumschlawinern. Das kann ja nicht sein, aber es sieht halt sehr verlassen aus. Tatsächlich. Und da kommt so richtig, Indianermucke. Vielleicht ist es eine Wacho oder eine Warte oder wie auch immer, vielleicht auch indianisch. Weiß ich ja nicht. Kenne mich mit der Sprache nicht so gut aus. Ja, ich wollte nur gucken. Ich wollte auch gar nicht weiter lang, Jody. Muss ich nicht immer umdrehen? Ich will mich doch hier nur ein bisschen umgucken. Können wir die Pferde angucken? Oh, ich will so. Schöne Tiere. Und sehen auch nicht gerade also ungefüttert aus. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwie verlassen ist. Nur sehen wir halt gerade niemanden. Wenn ich mal eine Tür finden würde zu diesem Haus da. Da ist die Tür. Und ich bin an der Tür vorbeigelatscht. Gott. Man muss... Ich bin nicht an der Tür vorbeigelatscht. Oh, yo. Bro, chill out. Auf jeden Fall, ich habe die Tür natürlich gesehen, wollte mich natürlich aber kurz umschauen. Na dann, klopf mal. Was ein Klopfen, hey. Wir haben ein bisschen... Mehr Kraft. Okay, sie ist wahrscheinlich nicht so voller Kraft, aber trotzdem. Hey, tut mir leid, auf. Ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Scheune? Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja. Es war so. Was? Dobone, Tarahe. Tarahe. Ich verstehe euch nicht. Das sind, glaube ich, echt Indianer, ne? Oder halt, ja. Nachkommen von Indianern. Komm rein. Sie sehen so ein bisschen so aus. Und sie sprechen irgendeine Sprache, die ich nicht kenne. Also sind es Indianer. Leute, die komisch aussehen und eine Sprache sprechen, die ich nicht kenne, sind grundsätzlich alles Indianer. Okay, Paul, das ist aber nicht so. Ich weiß gar nicht, heißt jetzt Adler Bleichfuß oder sowas. Ah, okay, Shimazani hört sich schon eher. Sie spricht seit Jahren nicht. Indianischen Nachfahren an. Willst du mit uns essen? Oha, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Typ sagt noch zu uns, du darfst gar nicht hier bleiben und er lädt uns jetzt hier zum Essen ein. Sehr, sehr nett von ihm.
Und natürlich esse ich gern mit. Er legt da richtig piss den Teller hin. Er will gar nicht, dass wir hier bleiben. Na, ich will mich hinsetzen, Jody. Gegen Essen sage ich ganz hier nichts. Ich schätze mal, dass wir schon eine Weile nicht mehr gegessen haben. Boah, ich will das Fleisch. Ist das Fleisch? Das sah so aus, ja. Geil, Alter. Oh, gehen wir noch da hinten. Ja, so eine Rolle, Alter. Mm. Die hat Hunger, ey. Wasser wahrscheinlich. Oder Milch? Wasser. Okay. Dann jetzt ess doch mal hier. Du hast da so viel liegen. Trink erst. Aber erstmal trinken. Man soll vom Essen eigentlich nicht so viel trinken, aber sie hat Durst. Das wissen wir ja. Guck uns mal nicht so an, ey. Und dann probier doch mal das Fleisch. Ob es dann noch gut durch ist, ob es denn gut schmeckt. Gebt dir eine kleine Review ab. Du bist Review für. Du machst Reviews für Restaurants. Wir weichen aus. Ich ziehe nur von Stadt zu Stadt. Ganz ohne Ziel. Verstehe. Was ist das? Zu den Navajo, richtig? Navajo. Diné? Das heißt die Menschen auf Navajo. Achso. So nennen wir uns selbst. Also, ich habe jetzt gesagt, vielleicht wäre diese Navajo eine Stadt oder die Ranch würde so heißen, aber okay. Ranch. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen. Das ist also ein Völklein. Ihr lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Haben die Jungs Bildung genossen oder sowas? Also die wurden ja, denke ich mal, dann auch hier geboren. Und hier sieht mir jetzt nicht so aus, als ob irgendeine Schule unterwegs ist. Erste Ranch in der Gegend, seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Okay. Sind in die Stadt. Ja klar, das Leben da hier draußen ist, ja, wie er schon sagt, eben nicht so einfach wahrscheinlich. Und vor allem verdammt heiß, das wäre nichts für mich. Ich bin ja mehr der Typ, der auf Kälte steht, aber was geht jetzt ab? Okay, muss ich das verstehen? Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Okay. Wir sind noch gar nicht fertig mit Essen eigentlich. Was geht denn hier? Da kommen jetzt irgendwelche Tiere oder so? Kann ja sein. Dass zu der Zeit Wölfe oder sowas kommen. Ja, dann bring mich in mein Zimmer. Ja, ja, bin dabei. Der Hund fiebt auch rum. Also irgendwas ist hier im Anmarsch. Okay, das ist mein Zimmer. Schickes Gästezimmer. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Was zum... Aber okay, wir wollen die Gastfreundschaft hier mal nicht ausnutzen. Also doch, wir nutzen sie ja schon aus irgendwo. Indem wir sie grundsätzlich... Also nein, ausnutzen ist es halt. Ausnutzen wäre ja dann böswillig eher. Aber wir wollen sie nicht irgendwie kränken oder so, indem wir jetzt rausgehen oder so. Und sie haben gesagt, hey, bleib drin. Und dann bleiben wir auch drin. Erstmal natürlich hier ausziehen, damit ihr auch was zum Gucken habt, ne? Schicke Höschen. Ja, dann leg dich mal hin, ne? Würde ich sagen. Okay. Licht aus. Trotzdem Elektrizität hier. Okay, krass. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Ja, aber besser als draußen zu übernachten. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Ein. Gute Nacht. Auch wenn man nicht, dass wir immer noch solche Monsterprobleme haben, wenn wir schlafen, aber es wirkt ja nicht so. Du bleibst in deinem Zimmer.
Kommt ein Sturm? Was ist denn? Was war denn das für ein Traum? Richtig weird. Aber wir hatten schon mal einen Traum, der eine Vorhersage war irgendwo. Und wenn der das jetzt auch ist, dann kommt hier ein Sandsturm auf uns zu. Sie will bestimmt raus. Nein, wir sollen nicht raus. Aber Aiden kann ja theoretisch mal, der kann doch bestimmt raus und nachgucken, was da draußen abgeht. Dann gehen wir nämlich nicht aus dem Zimmer, wie es uns gesagt wurde. Huch. Ach nein. Wir machen es aber trotzdem. Okay. Na, dann gehen wir halt raus. Joe, was ist auf dem Boden? Da war doch gerade was. Da ist doch etwas. Was ist das? Asche. Asche? Zu Asche. Und Staub. Zu Staub, ja. Was macht Ihnen solche Angst? Der Sturm? Das würde zumindest die Dinger an den Fenstern erklären. Ich will eigentlich nicht raus. Es wurde gesagt, ich soll in meinem Zimmer bleiben. Also bleibe ich in meinem Zimmer. Ich möchte sie nicht verärgern. Hat geklappt. Konnten weiter schlafen. Wir wurden zugedeckt. Haben wir das selber im Schlaf gemacht oder warum wurden wir zugedeckt? Aber nun gut. Jetzt können wir ja aufstehen und aus dem Zimmer gehen. Denke ich mal. Ja, wie gesagt, ich will die nicht verärgern. Wenn sie schon so freundlich sind und uns ihre Gastfreundschaft anbieten, möchte ich sie. Was zur Hölle war das? Es wurde gerade anscheinend sehr, sehr kalt. Und da stand irgendwas hinter uns. Ich gehe dann mal. Tschüss. Wer lebt hier? Oh, guck mal. Hockey. Oder keine Ahnung. Nee, Baseball. Hockey. Was für Hockey? Baseball? Natürlich, um Gottes Willen. Entschuldigung. Hockey, genau. Jemand beim Hockey. Das sieht dann genauso aus, wenn jemand beim Hockey gewinnt. Dass er auf Gras liegt und die Arme rumstresst. Die Jungs sollten ja, war ich auch. Danke. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Gerne, warum nicht? Bei den trinke ich mal nicht so wie in der Bar. Wo ich ja abgelehnt habe. Hier können wir ja mal den Kaffee uns reinziehen. Komm. Rein. Weiter, 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 weiter. Energie. Energie. Oh, jetzt ist er leer. Okay, können wir noch mit ihm quatschen oder gehen? Oder was ist jetzt das Ziel? Also eigentlich gehen. Sie hat ja gesagt, morgen Abend ist sie nicht mehr hier. Also will sie wohl gehen. Denke ich. Vielleicht noch ein Danke. Ich bin dann mal weg. Danke. Genau. War wirklich sehr, sehr nett. Die Gastfreundschaft. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen. Aber ja, es wäre mit. Genau, und essen und trinken. Wie sieht's aus? Sie fand es zwar komisch hier und es war auch ein bisschen komisch, aber ich denke eigentlich ja, dass wir sehr froh über dieses Angebot sein können, tatsächlich. Dach über dem Kopf, essen, trinken. Klingt eigentlich gut.
Hey, Cowgirl. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn hier geschehen? Ich bin startklar. Ja, aber nicht unbedingt. Wenn das Schaf da stirbt, da. Oder? Das sah aus, als würden seine Gedärme rausgucken. Und hat jetzt nur geschoren und das sah einfach nur komisch aus. Gut, Wasser kriegen wir hin. Denke ich mal. Zack. 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 So, natürlich kriegen wir das hin. So, dann nehmen wir den Eimer. Und rüberbringen. Okay, da rein. Das dürften wir hinkriegen. Das schaffst du echt. Das sah wirklich aus, als würden ihm seine Gedärme rausgucken. Muss ich mir noch mal angucken, ey. Ich dachte wirklich, das stirbt da. Hi, na Jungs. Du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Ja. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Wolltest du etwas Heu vom Heuboden? Klar, kein Problem. Heu vom Heuboden holen, das werde ich wohl hinkriegen. Der ist auf jeden Fall nett. Der andere, der mochte ja nicht so, dass wir hier sind. Der hat uns ja auch ziemlich pampig unser Besteck auf den Tisch geknallt. Können wir mit der alten Dame kurz uns unterhalten vielleicht? Kurz vorstellen? Sie redet ja nicht seit Jahren, aber... Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht ihm nichts aus. Sie ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Sie wird nicht antworten. Aber natürlich kann man sie trotzdem sagen, dass ihre Decke schön aussieht und natürlich auch sagen, dass wir jetzt eine Weile hier bleiben werden. Auch wenn sie nicht antwortet, wird sie es ja dennoch hoffentlich verstehen. Keine Ahnung, warum sie nicht redet. Vielleicht ist sie ja stumm geworden. Das weiß ich gar nicht, ob das so plötzlich kommen kann, aber ich denke schon, dass das passieren kann, einfach so. Genau wie taub werden. Vielleicht ist sie auch noch taub dazu und hört uns auch nicht. Das wäre natürlich blöd, weil dann hätten wir es jetzt alles ihr umsonst erzählt. So, einen Heuball nehmen. Na komm, Jody. Okay. Nichts kriegt sie alleine hin, ne? Das ist die Jugend von heute. Einfach nicht selbstständig, huch. Jetzt it. Bam! Hans sagte einen, nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ja. Ist doch nur ein Ballen runtergefallen. Was hast du denn jetzt, ey? Immer am Beschweren, ne? Das ist wie, weißt, nicht selbstständig sein und alles muss Aiden machen, aber natürlich dann rumheulen, wenn Aiden es macht. Ja. So kennt man sie, die Jugend von heute. Oh, Vorsicht. Also ein Heuballen ist bestimmt nicht ganz leicht, ne? Jo. Ja, ich mach's hier noch kurz fertig, dann kann ich natürlich gerne einen Lunch vertragen. Huch, am Stein hängen geblieben. Das kann natürlich auch mal passieren. Wenn man so ein Heuballen auf der Schulter hat. So, ich denke mal, dass wir den hier reinbringen müssen. Ja. Yep. Pack's irgendwo hin. Okay. Danke, Johnny. Kein Problem. Zack. Zeit zum Essen. Würde ich auch sagen, oder? Bei den Jungs, wenn du willst. Gern. Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Alles klar. Dann gehen wir mal ohne den netten Herrn essen. Ich habe seinen Namen tatsächlich vergessen, weil wir kennen unser Namensgedächtnis, das ist super. Ich habe auch keine Ahnung, wie die zwei hießen. Hieß einer von denen Josh? Ne, er hieß Josh. Ich habe keine Ahnung. Guck mal. Dankeschön. Dann mampfen wir mal eine Runde. Navarra. Josh, wie auch immer das... Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Navarra. Warum mit er? Navarro. Wir waren um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Das Navajo klingt für mich sinnvoller. Oder Navajo. Oder Navajo. So geht's natürlich auch. Okay. Shimazani. Ist es wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald
30 Jahre. Oh, Alter. Das ist eine Weile. Lärm. Von gestern Nacht. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie... wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Schafe. Da waren tote Schafe. Die waren wirklich tot. Siehst du? Was ist denn da passiert? Die verheimlichen irgendwas. Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Ja. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Okay. Etwa wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ne? Na doch. Ich kann ja einfach lügen. So wie du. Behalte einen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Der gefällt mir nicht. Der mit der Cap, weißt du, ist ein netter Boy. Mit dem kann man chillig ein bisschen sich unterhalten, aber der, der fährt mich hier gleich an, ne? Zum Kotzen. Das ist einfach nur. Okay, er ist vielleicht nur gegen Fremde ein bisschen. Nicht so gut gestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Das glaube ich, oder? Dass er dich richtig zusammenscheißt, wenn du jetzt nicht gleich weitermachst. Ja, erstmal schön die Augen rollen. Na toll, Joe. Was war's denn? Du hast doch nur gefragt. Man darf doch wohl noch Fragen stellen heutzutage. Oder ist es inzwischen auch verboten? Na, der hackt da aber schön Holz. Kann ich dir helfen? Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein. Aber die Jungs brauchen okay. noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir den Jungs helfen können. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part von Beyond Two Souls. Ich hoffe, euch hat diese Part hier gefallen. Wenn ihr, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.